So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Team Racing Nitro Fueled. Heute werden wir, aller Wahrscheinlichkeit nach, alle 10 Kartstrecken abschließen und dafür eine Trophäe bekommen, hoffentlich. Ups. Boah. Schon das Ding gesegelt. So, außerdem möchte ich ganz gerne eigentlich auch die andere Trophäe da noch holen. Plus, ich habe mir überlegt, ne? Es gibt ja noch die Trophäe für in der letzten Runde 8. Platz sein und dann noch den ersten Platz getten. Ich glaube, das werde ich gleich mal auf der letzten Strecke versuchen. Auf der Hyperstraße. Weil die Strecke, oder diese Strecke so ich habe die Abkürzung gar nicht genommen. Weil die Strecke ja so unfassbar lang ist, dass es da, glaube ich, ganz gut machbar ist. Ich habe es ja sogar hier bei Blizzard Bluff fast geschafft. Neulich. Mhm. Jetzt hätte es auch eine andere Sprache. Ich denke, das klingt ganz gut, wenn wir das gleich mal versuchen. Aber die Hyperstraße machen wir natürlich ganz zum Schluss. Gerade auf die Hyperstraße, ne? Wiesbaden-Strecke war das gerade. Dann gibt es ja noch Elektrostraße. Was war das andere? Androidenallee, genau. Wir machen mal mit der Elektrostraße. Ja, komm hier direkt durchziehen. Mit dem Toaster Crunch. Hier nennen einfach Toaster Crunch. Ich weiß auch nicht. Passt irgendwie. Nee, ich finde, der sieht ein bisschen. Der sieht so ein bisschen aus wie aus der Roboterhölle. Futurama und so. Da könnte er direkt herkommen. Irgendwie weiß ich nicht, der Koch oder so. Elektro Street. Bei Kakteen. Ja, jetzt tatsächlich noch mehr angelehnt an die ganzen Future-Level aus Crash 3. Future Frenzy. Wie ist nochmal die Bonus? Die DLC. Ach ja, stimmt. Bam! Geil. Wie ist nochmal die DLC? Was ist nice passiert? Der DLC-Level aus Crash 3. Future Frenzy war es ja nicht. Stormy Ascent war aus Teil 1. Wie ist denn der nochmal? Hab's vergessen. Da war doch Future Frenzy. Jetzt sieht auch mal wieder alles hier anders aus. Na gut, die Strecke war ja wirklich ganz viel auf einer Decke fahren und hin und her. Was passiert hier gerade? Ich bin ein bisschen überfragt. Nee. Oh, Alter. Kaum ist man nicht erster Krieg oder auch alles in den Popo geschoben, ne? Ein bisschen eklig. Vielleicht verklage ich Binox. Mal gucken. Überleg mir das nochmal. Die Stelle gab es auch überhaupt nicht mehr. Oh, was ist das hier? Hashtag not my Elektrostraße. Nee. Elegant vorbeigefahren. Die Strecke war auf jeden Fall lustig bei den bei dem Reliktrennen, weil da immer so ein bisschen ja, die Frage war, sehr gut gemacht lernen. Wo sind jetzt die Kisten, beziehungsweise schaffe ich es, diese kleinen Rämpchen dort richtig zu nehmen, jeder Runde. Ey, die Strecke ist voll komisch. Ich fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Hier sind wir im Hotline Miami Verschnitt, glaube ich. Die Stelle. Hotline Miami ist ein tolles Spiel. Dass ich die Kiste noch gekriegt habe, ne? Das muss mir doch mal einer erklären. Diese Rämpchen hier, die waren im Original immer sehr schwer zu nehmen. Weil wir die Kiste immer so hochfahren, dann hat er mal so einen niedrigen Sprung gemacht. Und wenn du es einmal verkackt hast, dann wusstest du, okay. Kannst du Relikt neu starten, weil du kannst nicht mehr alle Kisten kriegen und diese Stellen gab es ja irgendwie dreimal. War ein bisschen ätzend. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür damals lange gebraucht habe, tatsächlich. Aber prinzipiell weiß ich von der Schwierigkeit hier. Schwierigkeit wollte ich gerade sagen. Nennt man das nicht.
Ja, die ist auf jeden Fall anders hier, die Elektrostraße. Also die Stelle, ach, die Stelle ist das hier. Davor, die Stelle kenne ich ja gar nicht, aber jetzt weiß ich wieder, was das ist. Aber sieht schon sehr anders aus. Ich meine, es ist ja also, ne, das soll jetzt hier keine große Kritik sein. Ich meine, es ist ja cool, dass sie sich auch hier ein bisschen was Neues einfallen lassen. Gerade wenn sie jetzt sich dafür entschieden haben, das an der Decke fahren oder an der Seite an Wänden fahren rauszunehmen. Also irgendwie bin ich zu unfähig, das auch nicht. Hier ist man nämlich eigentlich in so ein Loch gefahren, beziehungsweise halt an der Wand so runter und dann wieder hoch. Bei so einem U. Ja. Einmal überreagieren zum Mitnehmen. Freue mich schon, wenn wir dann hier die Originalmusik nochmal hören. Machen wir dann schön für die Entropy-Gas. Ich hoffe, das funktioniert da, aber sollte ja eigentlich. Ist ja eine allgemeine Einstellungssache. Die Strecke finde ich echt ein bisschen komisch. Die hat auch irgendwie nicht so Flow. Das war auch im Original schon nicht immer so der Fall, aber hier sehe ich noch mal mehr weniger Flow. Aber trotzdem gemeistert. Dauert aber auch lange die Strecken hier, ne? Grand Nitro hat am Ende echt lange Strecken. Crash Nitro Kart hat am Ende echt lange Strecken. Das habe ich gerade gesagt. Ich habe die Hälfte der Silben gerade irgendwie verschluckt. Und so schnell ausgesprochen, dass man es wahrscheinlich gar nicht richtig verstanden hat. Gut, dass der Junge das nochmal wiederholt hat. So, Android Alley. Wahrscheinlich auf Englisch. Keine Ahnung. Da gab es auch eine lustige Abkürzung. Durch eine Scheibe. Mal gucken, ob das immer noch funktioniert. Pisswarmes Wasser. Lecker. Ja, die Hitze ist nicht schön. Wobei am Wochenende, als ich in Heimat war, ging es eigentlich. Zumindest dann nachts hat sich mal abgekühlt. Hier in Jena irgendwie nicht. Da hat Wetter nicht so Bock. Na Gott, der geile Zug ist auch noch da. Warum steht aber eigentlich CTR? Da müsste eigentlich CNK stehen. Finde ich gut. Crash Tag Team Racing werde ich übrigens auch nochmal irgendwann let's playen. Gucken wann. Im Original kommt man hier eigentlich immer schön, ja, an der Wand fahren und dann schön Boost generieren. Im Original war die Strecke auch nicht so hell. Da war die gelb. Ich glaube, gelb fasst es ganz gut zusammen. Bam, bam, bam. Jetzt erstmal genau den Kackweg hier runter. Und war, glaube ich, hier die Abkürzung. Genau. Existiert auch immer noch. Das ist schön. Bam, bam. Die geilen Roboter. Die sind damals bei Giri, glaube ich, mitgefahren. Das waren seine kleinen Minions im Bossrennen. Die da einfach mitschäden, die man auch abballern konnte. Und einen so ein bisschen um den Sack ging. Okay, Android Allee ist nochmal deutlich kürzer als die andere Strecke. Ja, Elektrostraße. Danke für die Kamerafahrt, die es auch schon im Original gab. Jo. Wie schnell kommt hier der Zug? Der kam früher aber nicht so schnell. Nicht so frequenziell. Hochfrequenziell. Ist das ein Wort? Weiß ich nicht. Ich mache es zu einem Wort. Boah. Ja, ich könnte hier auch mal außen rumfahren, um das auch nochmal zu zeigen. Mal gucken, wo ich gleich drauf bin.
Wow, Alter. Ja, das wird aber mal lustig. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt nächstes Jahr die Kristall-Herausforderung machen. Muss aber tatsächlich auch nochmal für Trophäen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich im Let's Play mache, aber warum eigentlich nicht? Muss man unter anderem auch jedes Battle-Item, beziehungsweise jedes Item einmal benutzen und jedes verstärkte Item, also mit 10 Mumba-Früchten einmal benutzen. Die Sache ist die, mittlerweile, glaube ich, dürfte ich alle benutzt haben im Rennen, aber in den Battle-Arenen oder im Battle-Modus gibt es halt nochmal extra Items, die es im Story-Mode nicht gibt. Das heißt, ich würde wahrscheinlich immer nochmal den Battle-Modus anmachen und einfach mal testen. Ich hoffe, das funktioniert lokal, weil man dafür natürlich eigentlich einen zweiten Spieler braucht. Und ich habe nur einen PS4-Controller. Ich habe keine Freunde, mit denen ich PS4 spiele. Tut mir leid. Generell habe ich ja keine Freunde. Deswegen, das ist alles belastend. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwie gegen Bots oder so spielen kann. Aber ich bin mal zuversichtlich. Zur Not muss man das dann auch im Online-Modus irgendwie mal machen. So habe ich mir das vorgestellt. Yeah. Wo hat er sich das vorgestellt? So, dann kommt jetzt die letzte Strecke. Oh mein Gott, die Elektrostraße. Und da darf ich gleich nicht dran, nicht vergessen, in der letzten Runde einfach mal stehen bleiben und aufholen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Und vor allem hoffe ich, dass ich jede Strecke hier einmal gefahren bin. Nicht, dass ich mal, weil ich mache es ein bisschen durcheinander. Weil ich es ja mache wie, naja, nach dem Warboom in 10K. Ja, ich bleib auch mal lieber ein fetter Charakter. Das geht, glaube ich, ganz gut. Die Strecke war auf jeden Fall im Original unfassbar abgefuckt und hatte keine Minimap. Es gab keine Minimap, wenn man sich angucken konnte, weil die Strecke mit Teleportationsgeräten und einfach drunter und drüber gearbeitet hat. Mal gucken, ob das hier immer noch so ist. Oder ob die Technologie sich in den letzten 16 Jahren weiterentwickelt hat. Ja, 10K ist 16 Jahre alt. Glaube schon. Sieht auf jeden Fall noch sehr ähnlich aus. Ja, die Stelle war lustig. Okay, man erkennt es auf jeden Fall wieder. Ah, die Klappe, Enoxid. Wow, kann man hier in der Mitte landen? Tatsächlich. Ich will jetzt auch eigentlich gar nicht so... Ah, okay, es gibt tatsächlich eine Minimap. Ah, so ist die aufgebaut. Cool. Okay. Da habe ich schon die Abkürzung verpasst. Da gibt es nämlich eine. Die muss man ja vielleicht noch gar nicht nehmen, weil wir jetzt eigentlich eh nicht so einen krassen Vorsprung haben. Damit ich gleich nicht 10 Jahre stehen bleiben muss. Naja. Das Rennen gegen Velo damals, das war halt auch echt nicht leicht. Vor allem für mich als Kind, wo ich die Driftmechanik nicht so ganz gepeilt habe. Wow. Ah! Mein Gott, ich habe verschluckt. Damals ist man außerhalb der Röhre gefahren. Jetzt ist man in der Röhre. Hoppala. Und da war schon die erste Runde. Ist ja doch gar nicht so lang, die Strecke. Gab es nicht damals noch einen Bereich? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Dann muss ich gerade gucken, ist das hier schon runter? Nee. Doch. Doch. Ich habe die Abkürzung genommen, aber irgendwie auch nicht. Hä? Das war komisch. Okay. Enoxid, du bist ein Lappen. Ich hoffe auch mal, dass jetzt die Platzierungen sich nicht ergeben. Die sind alle relativ nah beieinander. Wenn natürlich jetzt gleich ich die Leute überholen lasse und der zweite dann so einen übelsten Vorsprung hat, das ist natürlich scheiße, weil dann muss ich ja länger warten, bis mich alle überholt haben. Dann wird es auch schwieriger, den einzuholen. Also auch so ein bisschen glücksabhängig, ob ich es tatsächlich schaffe. Ah ja, irgendwann werde ich es auf jeden Fall schaffen. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Irgendwie schaffe ich da den Sprung, aber von vorne bis hinten nicht. So. Stehen bleiben. Ja, spannend, ne? Tschüss, Enoxid. Hätte er ruhig schon mal abkriegen können, der Penner. So, aber na, ich sollte nicht losfahren, weil dann habe ich weniger Strecke. So, und der letzte auch noch, bitte.
Ach, Ripper. Ripperu. Dankeschön. So, und jetzt Gas geben. Oh, oh. Aber das klappt. Das ist natürlich dann besonders ärgerlich, wenn ich es nicht schaffe, weil dann muss ich diese ewig lange Strecke nochmal fahren. Na gut, dann ist das halt so. Bei dem Spiel nicht so schlimm, weil es macht Bock. Ah ja, jetzt verstehe ich auch, wo ich da eben runtergefahren bin. Okay, die Abkürzung. Aber ich habe den Sprung ja wirklich in einer Million Jahren nicht geschafft. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, merkt man vielleicht schon. Scheiße, wäre vielleicht schon im letzten Abschnitt. Dann vielleicht die, genau, Seite mal loswerden, da brauche ich nämlich keinen Quans. Ja, jetzt kriege ich natürlich erstmal schön die TNT-Kiste ab. Ja, ich glaube, es wird nichts. Ja, er ist schon im Ziel. Ach, leck mich doch. Ja, scheiße, muss ich echt nochmal neu starten. Ach, wir haben jetzt 15 Minuten. Mehr würde ich in der Folge eh nicht machen. Dann ist nicht so schlimm. Ich versuche das nochmal, weil ich will... Ich will das. Ich brauche halt einfach nur geile Items. Am besten gleich 10 Mumpas schon von Anfang an. Die Abkürzung sollte ich hier schon mal üben. Also hier muss ich lang. Dann da lang. Und dann halt wieder auf die Strecke. Oh, das ist aber auch gerade so machbar, ey. Holy moly. Oh Gott, Commodore Joe hat so einen richtigen Nachsprung. Nenn ich's mal. Penta Pinguin auch. Das ist nicht gut. Dann wird's schwieriger aufzuholen. Warum noch zwei Leute mit einer Bombe treffen. Das sind so Achievements, die eigentlich voll einfach sind, aber ich krieg's echt nicht hin, weil ich einfach zu gut bin scheinbar. Ich weiß es nicht genau. Ich hab noch nicht mal eine Minute gebraucht für die Runde. Leck mich fett. Ach, was erwartet? Ich glaube, ich scheiße auf die Trophäe gerade nochmal. Das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, weil der Vorsprung da... Ups. Sieht nicht so sexy aus. Ja, es war ja auch klug, auf einer Strecke zu machen, auf der es viele Abkürzungen gibt, wo man da eben mal schnell so zack, zack, zack machen kann. Dann ganz viel aufgeholt hat. Papus Pyramide vielleicht auch. Gerade mit der Abkürzung am Ende. Leider ist das Gummibandprinzip hier eigentlich nicht gibt. Kann der Erste aber auch echt krass davon fahren, wenn man dann so lange stehen bleibt. Uneinholbar. Ist uneinholbar. Einmal kurz gucken. Ja, das sind irgendwie doofe Voraussetzungen, weil da manche echt so weit hinten sind. Komm, lassen wir. Oh Mann, ich denke immer, da kann man so durchfahren. Affe. Meinem Original kommt man das. Aber ich habe die Abkürzung eh erst voll spät entdeckt. Bin ich, glaube ich, nicht oft gefahren in meinem Leben. Aber auch erst durch Let's Plays habe ich die überhaupt gefunden. Nicht damals voll alleine. Wow, so interessant. So, das war wichtig. Nee. So, jetzt dürfte ich eigentlich ja die Trophäe haben, oder? Oder? Ich krieg sie nicht. Mach mir ein bisschen Sorgen. Mach mir wirklich ein bisschen Sorgen. Ja. Ich hab die Trophäe. Ach so. Entschuldigung, das Retro, oder? Zählt die?
Bin ich jede gefahren? Ich bin jede Strecke gefahren, oder? Kommt mir alle bekannt vor. Kann höchstens sein, dass ich irgendwo mal echt nicht Erster geworden bin. So aus Blödheit. Wo ist denn eine PlayStation Trophy? Na, da können sie schon dafür angefahren. Ich fahre die einfach nochmal. So oder so will ich sie auch mal sehen. Ich glaube auch wirklich, das ist einfach nur die Turbobahn. Oder die Turbo. Ja, doch, die Turbobahn nochmal nur einfach im alten Look. Ich glaube, es ist keine neue Strecke. Gucken wir mal. Ja, wenn nicht, dann muss ich nochmal gucken, wie man das jetzt irgendwie freischaltet, die Trophäe. Ich hätte die schon ganz gerne. Ah, das Publikum, ey. So muss die Grafik aussehen. Oh, guck dir das an, ey. Naja, es ist tatsächlich die. Oder ist es die? Turbobahn? Doch, es ist die Turbobahn. Nee, nee, nee. Ich werde auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal nochmal überprüfen, ob ich auch wirklich überall Erster geworden bin. Nicht, dass ich irgendwo mal, ne, habe ich ja schon gesagt, so ein Blödheit irgendwie Zweiter geworden bin. Mir dachte, ach ja, nächste Strecke. Das wäre ja ganz schön dämlich. Macht schon Spaß, doch. Wow. Hat das Zent außer Fassung gebracht. Die Stelle ist aber auch scheiße hier, ne? Kannst halt nicht gescheit rumfahren. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass es das Geheimnis ist, dass es quasi für die Trophäe die Strecke auch noch gewonnen werden muss. Während bei Xbox fehlt das ja die Strecke. Oder Switch, dass das da einfach nur nochmal abgeändert wird. Bei Switch gibt es ja eh keine Trophäen. Oder Achievements. Leider. Ich hoffe sehr, ansonsten mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass ich wirklich jetzt die letzten paar Folgen komplett ohne Sinn und Anstand verbracht habe. Anstand vor allem. Ohne Sinn und Verstand irgendwie zugebracht habe. Wäre doof. So hab ich mir das vorgestellt. Sieht aber danach aus. Tja, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Naja, ich werde mal schauen. Ich werde mal gucken, was man jetzt dafür machen muss. Ob ich da irgendwas falsch verstanden habe. Ich meine, es ist ja schön, dass wir jetzt die Strecken alle einmal gesehen haben, ne? Aber... Das ist irgendwie doof. Ich weiß es nicht. Oh, naja, das kommt auch bald, ey. Puh. Na gut, ja, dann sage ich jetzt erstmal Danke fürs Zusehen. Ich hab's gefallen. Ich werde mal schauen, was ich jetzt falsch gemacht habe. Bis zum nächsten Mal geht's dann. Ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit den Kristall-Challenges auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das von hier aus funktioniert. Ansonsten wäre das echt irgendwie ein bisschen doof. Naja, gut, ne? Ja, dann sage ich Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.